herzlich willkommen, lieber Bro, bei dem nächsten Video des FIFA 17 offiziellen Rating der Player Top 30 bis 21. Heute, wenn du von 50 bis durchgehend alles anschauen möchtest, dann klick hier drauf oder warte bis Ende des Videos, zeige ich es auch nochmal. Ein kurzer Hinweis, diesmal kommt kein FIFA 17 vs. FIFA 16 Vergleichsvideo. Ich warte noch, bis Top 20 bis 11 raus ist und dann machen wir das gemeinsam. Und jetzt geht's los mit Platz 30 und das ist dieser Spieler hier. Von Chelsea mit Stärke 88, Pace 90, Schuss 81, Pass 82, Dribbling 91, Defensive 32 und Physis 64. Kommen wir zu Platz 29. Wir rücken immer näher zu den top-großen Playern und auf Platz 29 ist dieser Spieler. Mit ebenfalls 88, Gesamtstärke, Pace 74, Schuss 46, Pass 53, Dribbling 58, Defensive 90, Physis 85. Platz 28. Tschech von Arsenal, Stärke 88, Parade 83, Fangsicherheit 90, dann haben wir Abschlag 77, Reflexe 85, Speed 49 und Position 85. Übrigens, das sind offizielle Bilder von EA, nichts von mir gefaked, das gab ja öfter die Frage und jetzt kommen wir zu Platz 27 und das ist dieser Spieler. Toni Kroos von Real Madrid, der deutsche Nationalspieler mit Stärke 88, Pace 45, Schuss 80, Pass 88, Dribbling 79, Defensive 69 und Physis 70. Wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, ist sogar Pace ein Downgrade. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da richtig liege. Wir werden es bald im Vergleichsvideo sehen, wenn dann Platz 20 bis 11 raus ist. Und jetzt kommt aber erstmal Platz 26. Und das ist Buffon. Von Juventus Turin, der Torwart, der große Mann der Männer aus Italien mit Gesamtstärke 88, Paraden 87, Fangsicherheit 88, Kick 68, Reflexe 84, Speed 46 und Position 90. Zu dem Thema Torwart habe ich ja im ersten Vergleichsvideo schon was gesagt, das werde ich im nächsten nicht mehr sagen. Schaut es euch an auf meinem Kanal, aber jetzt kommen wir zu Platz 25. Und das ist Marco Reus. Viele haben sich gefragt, wo ist denn Marco Reus? Man hat es in dem Gamescom-Video gesehen. Er hatte Stärke 87, aber er bekommt ein Rating von 88. Pace 90, Schuss 85, Pass 84, Dribbling 86 und Defensive 40 sowie Physis 63. Platz 24. Iniesta von FC Barcelona mit Stärke 88, Pace 73, Schuss 72, Pass 87, Dribbling 90, Defensive 59 und Physis 60. Kommen wir nun zu Platz 23 und das ist dieser Spieler. Godin von Atletico Madrid, Stärke 88, Pace 65, Schuss 48, Pass 65, Dribbling 63, Defensive 88 und Physis 79. Platz 22. Philipp Lahm von den Bayern und er hat eine Gesamtstärke von 88, Pace 68, Schuss 56, Pass 82, Dribbling 84, Defensive 86, Physis 64 und hier nochmal ein Hinweis, FC Bayern München wird die beste Abwehr ganz FIFA 17 haben, ich werde demnächst noch ein Newsvideo dazu raushauen, aber hier schon mal vorausgespoilert und jetzt kommt zum letzten Platz heute, Platz 21.
De Bruyne von Manchester City, die aktuell, während ich dieses Video aufnehme, so auf Platz 1 sind in der Premier League. Er kriegt das Gesamtstärke von 88, Pace 77, Schuss 83, Pass 86, Dribbling 84, Defensive 40, Physis 75. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du neu dabei bist, lieber Bro, dann abonniere mich doch. Kannst hier anklicken, wenn du über PC schaust. Oder unten gibt es einen Banner. Wenn du die Top 50 bis 41 sehen willst, dann klick doch dieses Video an. Wenn du über Smartphone oder Tablet schaust, klicke I für Infokasten an. Da sind die Videos auch für dich drin. Und wenn du noch mehr wissen willst, also das Ranking weiter unten zwischen Top 40 und 31, dann klick doch das Video an. Das wäre richtig nice. Wenn du mehr über mich oder Fußball oder FIFA 17 erfahren willst, dann schau doch mal in meine Social Netzwerke rein. Unter instagram.com/dicotv bin ich am aktivsten. Da gibt es einiges für euch immer zu berichten. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei dem nächsten Top-Video, wenn es heißt Top 20 bis 11. Bis dann, dein Dico. Tschüss.